Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb. Ja, die zweite Aufnahmesession. Ich kann euch ganz kurz sagen, was ich heute vorhabe. Und zwar habe ich vor, erstmal mein Mikrofon ein bisschen weiter von mir wegzutun. und zwar habe ich vor, mein Nidoran, ist das ein Nidoran? Also den Alex, möchte ich gerne ein bisschen leveln. Safcon wollte ich gerne entwickeln lassen ins Medbo und ich wollte mir noch einen Taubsi besorgen. Das ist eigentlich so das Haupt, also das, auf was ich heute mein Hauptaugenmerk legen möchte. Und vielleicht auch noch Rocco besiegen, das wäre natürlich noch das Beste. Aber wir gehen jetzt erst, ich muss erstmal gucken, wie viel Pokebälle haben wir. 7. Ich glaube, das reicht erstmal. Wie gehe ich denn auf B? Okay. ja. Achso, ich wollte Safcon und Dings. Ja, bla 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 bla. Was haben wir denn hier? Ein Taubsi! Level 3. Das ist mir zu billig. Das können wir dann schön mit Safcon. Achso, was mir. Oh. Ja. Ich wollte gerade sagen, was mir noch gesagt wurde. Man könne mit Select die Attacken durchsortieren, wie man sie gerne haben möchte. Das Problem ist, ich habe hier einen GameCube-Controller und der hat keinen Select-Knopf. Also kann ich sie doch nicht durchdingsen. Oder macht das vielleicht der C? Nee. Den kann man auch nicht drücken. Den kann man auch nicht drücken. Das macht auch nichts. Oh, no. Zurück, bitte. Ja, okay, X ist Select, so wie es aussieht. Aber ich möchte jetzt hier nicht ändern, weil Tackle ist ganz gut, dass das oben ist. Aber dann weiß ich, dass X Select ist. Wie ist das denn bei anderen Spielen? Bei GameCube-Spielen, weil die... Nee, GameCube... GameCube. Ach, was wollte ich sagen? Oh, Moment, ich muss mal gerade an meinen GameCube. Nicht, dass das Spiel abschmiert, weil die Klappe geht von selbst auf und die ist zwar geklebt, aber die geht dann trotzdem, öffnet sich trotzdem leicht und da habe ich oben meine, mein Sparschweinchen, was kein Schweinchen ist, sondern ein Ryu von Mega Man. Von Mega Man, oh Gott! Von Street Fighter. Ja. Muss ich oben drauf stellen, damit der Deckel nicht aufgeht. Ich habe auch schon mal geguckt, ob ich irgendwoher ein neues Gehäuse herkrieg, weil ich habe es ja schon mal so ziemlich auseinandergebaut. Mal, GameCube. Aber ich habe kein schönes Gehäuse gefunden, irgendwie. Na, wir gehen auf jeden Fall gleich wieder in ein Poké-Center. Das ist schön. Erstmal wieder heilen lassen. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal... Ach genau, was ich auch noch machen wollte. Wir haben 2, 3 Items verpasst. Die wollte ich gern auch noch holen. Ja. Und schon mal vielen, vielen Dank an die ganzen Leute, die mir hier so zahlreiche Tipps geben. Weil es sind ganz, ganz viele Sachen, die ich halt vorher nicht wusste. Ach nee, nicht nochmal. Nein. Ja gut, doppelt hält besser, ne? Ah, das passiert, wenn man nur am Quatschen ist. So. Und was ich dann jetzt vorhabe, weil ich habe ja jetzt einen Super Nintendo, den ich bisher immer noch nicht bezahlt habe, weil sich mein Onkel nicht meldet, werde ich dann ab sofort auf dem Super Nintendo, weil ich habe ja auch diesen Super Game Boy dazu bekommen, wo ging es denn hier hin? Hier ging es doch irgendwo nach links, oder nicht?
Oder bin ich jetzt zu weit schon? Na, ich glaube, ich bin schon zu weit, oder? Wir gucken gerade mal auf der Karte. Ja. Ja gut, dann müssen wir unten in diesem Dings gucken. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir in diesem Bereich zur... In dem Bereich zu... Zu dieser riesigen... Arena mit den Top 4 was machen können. Ja, aber genau, was ich vorhabe. Das, wenn ich wieder irgendwann Gameboy-Spiele Let's Playen werde, bis Gameboy Color, beziehungsweise die Gameboy Color, die nicht nur für Gameboy Color sind. Das ist jetzt sehr schwer. Level 5. Ja, Level 6 oder Level 7 hätte ich ganz gerne. Nehmen wir mal hier. Es gibt ja Game Boy Color Spiele und es gibt Game Boy Color Spiele. Es gibt einmal die Game Boy Color Spiele, das sind die durchsichtigen, so wie zum Beispiel Pokémon Crystal. Und es gibt auch Game Boy Color Spiele, die kann man auch auf dem Game Boy Pocket spielen. Denn ich habe nämlich festgestellt, dass ich zum Beispiel das Pokémon Crystal nicht auf dem Super Game Boy spielen kann, weil Game Boy Crystal ein Pokémon... ein Game Boy Color Only Spiel ist. Das heißt also, man kann es nur auf dem Game Boy Color oder höheren Dings spielen. Also auf dem Game Boy Advance könnte man es halt auch noch spielen. Und ja, alles, wo es funktioniert, wollte ich ganz gerne auf dem Super Game Boy spielen. Also auch zum Beispiel jedes Spiel. Hätte ich es nicht schon angefangen, würde ich auch auf dem Super Game Boy spielen. Yay, Level 9. Entwickelst du dich? Nein, schade. Machen wir mal weiter. Ja, und die anderen Spiele, Game Boy Advance, Top. Ja, das müssen wir fangen. Unbedingt. Level 7 ist gut. Ich weiß auch schon, wie ich das Pokémon nennen werde. Das werdet ihr dann sehen. Oh, ich hoffe, ich mach's nicht kaputt jetzt gleich. So, ich werde jetzt mein Pokémon tauschen. Ja gut, Alex ist auch Level 9. Und ich habe auch gehört, dass man noch Pokémon umbenennen kann. Ich dachte eigentlich, das ginge... Jetzt hier können wir zum Beispiel mal wechseln. Oder ist es doch Y? Nee. Ah, R ist Gedings. Tauschen. So, jetzt haben wir es getauscht. Jetzt können wir das hier noch mit dem hier tauschen. Weil Silberblick ist sowas, was ich halt nicht benutze. Bitte nicht kaputt machen. Ja, das war okay. Ich habe eben gerade irgendwas gequatscht. Ich weiß aber nicht mehr was. Ah, genau. Game Boy Advance. Und halt die Game Boy Color Only Sachen. Die werde ich dann mit dem Adapter für den GameCube spielen. Und die anderen ganzen Pokémon... Ach, die anderen ganzen Game Boy Spiele... Wollte ich dann... ja, auf dem Super Game Boy spielen. So, Item... Pokéball. Yay, wir haben mit Hopsi gefangen. Der neue Eintrag im Pokédex angelegt. Taubsi, Kleinvogel, Größe 30 cm, Gewicht 1,8 kg. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Möchtest du Taubsi einen Spitznamen geben? Ja! Und zwar wird dieses Taubsi den Namen bekommen... Lars. So. Das haben wir nämlich abgemacht, beziehungsweise ich habe es ihm vorgeschlagen, weil er so lieb, weil er Taubsis liebt über alles. Und deswegen habe ich ihm dann vorgeschlagen, komm, willst du heißen? Er hat gesagt, ja, wenn es dir nichts ausmacht. Und jetzt bist du auch in meinem Spiel drin. Ach genau, man kann ja auch Pokémon umbenennen.
Weil ich dachte erst, das ginge erst ab der zweiten Generation. Also ich kenne mich in der zweiten Generation ein bisschen besser aus. Als in Video hier. So. Wir haben jetzt den Lars. Den müssen wir natürlich auch leveln. Dann tauschen wir das mit Safcon. Safcon mit Alex. Und Alex mit Dennis, weil Dennis halt schon Level 12 ist. So. Und dann kämpfen wir hier jetzt noch ein bisschen. Ich könnte eigentlich, weil ich muss eh durch den Wald. Oh, ein Nidoran weiblich. Weiblich. Okay, das Topsy sieht gar nicht mal so scheiße von hinten aus. Windstoß. Ich hoffe mal nicht, dass das uns vergiftet. Ich weiß gar nicht, ob das uns schon vergiften kann. Aber wir gehen jetzt gleich zurück. Weil... Ja, mach mal Heuler, genau. Da gibt es halt noch zwei Items. Ein Trank und noch irgendwas anderes. Einmal bei diesem Baum im Wald und dann bei diesem anderen Gestrüpp, wo wir... Ach komm. Ja, das ist schön. Ach. Menu. Okay. 50. Das ist doch was Schönes. Oder können wir da... Okay, an so einem Bäumchen, das können wir wohl anquatschen. Und dann kriegen wir da ein Item. Und hier können wir jetzt halt auch noch... Es sind zwar ziemlich... Also sie sind, glaube ich, ja, relativ levelniedrige Pokémon. Aber trotzdem kriegt man immer ein bisschen Erfahrungspunkte und dann ist das mal ganz gut. Ja, mach du mal Härtner. Ich habe vorhin übrigens Schichtsalat gegessen von Dennis Mutter. Sehr lecker. Also nicht Dennis Mutter, sondern der Schichtsalat. Ihr habt mir heute Morgen noch ein... Yay! Level 8! Nice. Ist Habitak die Vorstufe von Taubsi? Könnt ihr mir mal darauf antworten. So. Und nochmal ein Härtner. Level 6. Das gibt wieder gute Erfahrungspunkte. Wie gesagt, also hauptsächlich geht es halt heute in der Aufnahme darum, unsere Pokémon ein bisschen aufzuleveln, damit wir dann Rocco irgendwann mal besiegen können. Das Taubsi habe ich euch jetzt schon gefangen, die zwei Items halt noch und dann wäre es das eigentlich schon. Und wenn wir das alles relativ schnell hinkriegen, dann... Jo. Können wir vielleicht auch schon weitermachen? Okay, das ist keine Abkürzung. Könnte ja sein. Ein Raupi. Mein Safcon bzw. Smetbo, was denn da rauskommt, werde ich dann auch noch umbenennen, weil ich habe gehört, dass das gar nicht mal so scheiße sein soll. Deswegen... Was war Bescheid? Achso, und was ich auch noch gesagt habe, ich wollte unbedingt einen Sichlor fangen. Und da hat mir schon jemand gesagt, dass ich Glück habe, weil ich glaube, in anderen Editionen... Yay, Level 9! In anderen Editionen gibt es gar nicht, das Sichlor. Oder in Blau gibt es das nur nicht. Ich weiß es nicht. Aber das ist gut. Weil ich liebe Sichlor. Sichlor und Enthorn sind somit meine Lieblings-Pokémon. Ich habe früher mal so ein Kuscheltier von Enthorn gehabt. Ich muss mal gucken, ob ich das wiederfinde.
liegt bestimmt irgendwo auf dem Dachboden rum oder ich habe es verkauft, keine Ahnung. Wenn ich es verkauft habe, dann könnte ich mich wieder schlagen.